Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Zum zweiten Versuch dieser Aufnahme. Ich weiß nicht warum, aber der letzte Part hat sich irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Daher musste ich jetzt alles nochmal nachspielen und hoffe, dass ich jetzt nichts vorweggegriffen habe oder vergessen habe. Somit können wir aber jetzt einfach mal anfangen. Huch! So. So, fangen wir an. Wir wollten die Kette aus dem Tresor holen und müssen jetzt das Buch da noch reinpacken und sortieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11. War das richtig? Nein, andersrum. So. So, das war 75, 62, ja, 62 und dann, das muss ich jetzt erstmal suchen. Auch hier ist es in einer anderen Reihenfolge dadurch, 62, 9. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich nichts vorweggegriffen habe jetzt beim Nachspielen. So. Warum wird eine Kinderzeichnung in einem Tresor versteckt? Ist das etwa Ihre Zeichnung? Nein, das kann nicht sein. Warum nicht? Das habe ich mich gestern schon gefragt. So. Und hier ist ein Wimmelbild. So, was brauchen wir denn? Repariertes Auto. Hatten wir das nicht schon gemacht? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also machen wir es jetzt sicherheitshalber nochmal. Tischglocke. Leim. Geldbeutel. Kamm. Bürste. Ticketrolle. Tischglocke. Ist nichts. Da war auch nichts. Da waren die Karten. Und da ist die Taschenuhr. Zu, zu, zu. Machen wir es ja ordentlich, ne? Da ist eine Münze. Da ist eine Münze. Da ist eine Münze und das ist der Flachmann. Da war der Reiter. Flasche. Die war hier und die Zigarre ist hier. So, jetzt haben wir den Kleber für die Puppe. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Kinderzimmer, ins Kinderzimmer zurück. So. Es geht natürlich jetzt alles etwas, sag mal, oder auch nicht schneller da rein. So, jetzt müssen wir doch das Püppchen fertig machen. Da hatten wir ja letztens schon keinen Leim. So. Och, da singt schon wieder jemand. Huch. Was war das? Eine Vision? Ich sollte die alte Frau besuchen und sie fragen, was mit diesem Haus los ist. Ja, und das Kleidchen nehmen wir mit. Um hier nochmal zu wimmeln. Das müssen wir nachher der Puppe anziehen. So. Pan. Getrocknete Orange. Brief. Radio. Irgendwie ist das hier gerade sehr laut. Entschuldigt bitte, aber das stimmt.
Nein, abbrechen. Option. Das machen wir mal noch einen Tick leiser. So, zurück. Fortsetzen, wunderbar. Wir hatten doch beim letzten Mal so einen Dosenöffner gesehen, ne? Wo war denn der? Da ist der Dosenöffner. Und da war die Dose. Ne, die Flasche brauchten wir nicht. Rohrzange. Die ist hier. Aufgabenliste, die hing hier an der Wand. Eine Brille, die hatten wir gesehen. War da. Bügeleisen. Pizzaschneider. So, der ist wieder mal vorweg. Da ist das Radio. Das Handtuch, was aussieht wie ein Lappen. Da war nichts drin, ne? Da war die Flosse letztens drin. Da ist der Teddy. Ja, entschuldigt, wenn das jetzt ein bisschen schneller geht. Wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das nicht letztens schon mal gemacht haben. Brief und Pizzaschneider. Pizzaschneider. Wo ist der Brief? Da oben. Und jetzt kriegen wir ein Handtuch. So, jetzt das Kleidchen zur Puppe. Aber hier können wir noch was machen. War doch staubig. Der Lappen muss nass sein, genau, stimmt. So. Na. Jetzt haben wir einen nassen Lappen. Und machen jetzt das Klavier mal sauber. Jetzt muss ich hier auch noch putzen. Putze, 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 putze. Hoch. Putzen, 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 putzen. Weiß zwar nicht, was das bringt, aber... Alte Klavier... Okay, wir sind scheinbar fertig. Huch. Das ist die schönste Musik, die ich je gehört habe. Sie wirkt so glücklich beim Klavierspielen. Okay. Weil man das vom Rücken aussieht. Jetzt haben wir das Notenheft. Dann gehen wir jetzt das Püppchen anziehen. So. Puppe ist komplett ausgestattet. So, und bei ihr... Fehlt noch was? Achso, das Notenheft kriegt sie noch in der Hand gedrückt. Okay. Schon wieder eine Vision. Der Ausgang. Der Nebel hat sich gelichtet und ich kann die Straße sehen. Kann ich jetzt das Haus verlassen? Ja, einen Brand haben wir ja nicht gefunden, ne? Gut, dann gehen wir mal raus. Ich muss zur alten Dame zurück und der Sache auf den Grund gehen. Na, dann machen wir das doch mal. Vielleicht sagt sie uns ja irgendwas dazu. Noch schläft sie. Hallo, gute Frau. Was zum Henker ist in diesem Ort los? Okay. Aber das Mädchen, sie war eindeutig echt. Ich muss sie vor diesem Wahnsinn retten. Aber wo ist sie? Na super, jetzt sitzt da nur noch ein Skelett. Körper. Dieses Foto, das ist sie. Und diese Umgebung. Ist das der Typ auf den Bildern? Auf den denen da? Das sieht aus wie ein Krankenhaus. Ist sie krank? Also hier auf denen. Da. Sieht dem ja verdammt ähnlich. Bei dem anderen auch? Ja, irgendwie schon, ne?
hat sich jetzt hier nochmal ein Wimmelbild aufgemacht. So. Und schon wieder brauchen wir einen Flachmann. Der ist da. Blumentopf. Seife. Nudelholz. Da. Ein Holzbär. Sehe ich jetzt nicht. Schlüssel. Ah, da. Drei chinesische Figuren. Das eine? Jo. Das auch eine? Ja. Und guck mal, da ist der Holzbär. Eine Schaufel. Das ist eine Schaufel? Jo. Blumentopf, Seife, Spiegel, Honiglöffel. Honiglöffel. Kerze, Lupe. Lupe habe ich doch da. Kanne mit Deckel. Kanne. Ey, brauchen wir gleich den Deckel. Da ist nichts. Blumentopf, Seife. Blumentopf. Bürste. Nee, Bürste brauchen wir nicht. Spiegel. Spiegel. Da. Kerze. Seife. Kerze. Seife. Kernseife. Da. Wo ist der Deckel? Deckel, 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 Deckel. Da. Und wir kriegen den Schlüssel. Und Krankenhausschlüssel. Das Foto am Schlüsselanhänger deutet darauf hin, dass dies ein Krankenhausschlüssel ist. Und ich fand die Kinderzeichnung eines Patienten. Ey. Das heißt also, wir suchen jetzt das Krankenhaus. Hier für den Brunnen haben wir ja immer noch nichts, ne? Hier den Hebel da. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu dem brennenden Busch. Der nicht mehr brennt. Gut. Na gut. Und gehen jetzt mal weiter. Gut, da ist das Hospital. Wo geht's da hin? Okay, nicht sehr weit. Der Weg ist blockiert, ja. Gut, dann direkt zum... Krankenhaus. Doofe Flatterviecher. Nur die Tür. Haben wir sonst noch was? Nö. Okay. So, Schlüssel. Naja, dann auf ins Krankenhaus. Mist, schon wieder kein Mensch zu sehen. Aber ich muss sie finden. Wimmelbild. Ein Bein. Ein Klodeckel. Nein, so eine Schüssel. Oh. Achso, das waren nicht die Akten, das war der Schrank dahinter. Was haben wir denn hier? Ey. Da fehlen uns Teile, brauchen wir gar nicht versuchen. Sonst noch was? Nö. Okay. Das war nur das, also. Ist klar. Das kann man auch. Ein Feuerwehrschlauch, der nie benutzt wird. Der nie benutzt wird. Okay, das weißt du. Weil. Okay, da können wir hin. Gut, dann wimmeln wir jetzt erst. Ein Käfer, ein Lineal, zwei Rumba-Rasseln. Rumba-Rasseln. Eine Zange, eine Perlenkette, Briefmarke. Perlenkette? Das ist keine Zange, das war... Schere. Mein Gott, liegt hier ein Müll. Käfer. 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 Da ist das Lineal. Eine tote Fliege. Ein Silberhaken, ein Ritter, ein Gürtel, Fliege. Zwei Fliegen. Massagegerät.
Fliegenklatsche. Weiß ich noch nicht. Na, da ist eine Fliege. Dann war das Fliege von Hals. Gürtel habe ich da gerade gesehen. Ein Silberhaken, ein Ritter. Bist du ein Ritter? Ja. Eine Zange, eine rote Schleife, die habe ich da gesehen. Briefmarke ist da. Ach, guck mal, da ist die Fliege. Zack. So, jetzt haben wir eine tote Fliege. Da ist die Briefmarke. Okay. Haken. Zange. Käfer. Auf Eisen und Massagegerät. Eisen. Da. Und das Massagegerät. Und wir kriegen eine Zange. Gut. Okay, dann gehen wir jetzt hier rum. Okay. Ja, da guck dir mal das. Darauf können wir auf jeden Fall. Tolles Zimmer. Was haben wir hier? Die Tür ist zu und das Glas ist dick. Ich muss einen Schlüssel finden oder etwas Hartes, um sie aufzubrechen. Oder nimm doch hier die. Möchte er nicht. Gut. Mehr haben wir ja nicht. Wir können auch das Buch nehmen. Sonst noch was? Intensivstation. Keller oder Dach? Also, erster Stock. Kann ich mal kurz oben gucken? Hallo, wer bist du? Thomas Barclay, MD, abgeschlossen. Okay. Verlichten Zettel. Doktor, ich fürchte mich zu Tode. Mein Nachbar ist verrückt geworden. Er ist gefährlich. Ich habe den Schlüssel in meinem Bettpfosten versteckt. Hoffentlich findet er ihn nicht. Das Ding ist ein Krankenhaus. Ist es ein Krankenhaus oder ein Irrenhaus? Wenn ich die Drähte trenne, kann ich den Löscher mitnehmen. Versuch's doch mal mit der Zange. Ah, tatsächlich. Gott, die muss ich festhalten. Nimm den Löscher mit. Die Heizung hat's aber auch schon mal besser gehabt. Nein! Ich trau mich nicht. Okay. Ein Bettpfosten, ne? Ja, jetzt haben wir den Bettpfosten. Okay, jetzt haben wir Windengriff. Das hat für den Brunnen. Nehmen wir jetzt erstmal das. Okay, er hat's doch gesehen. Vermute ich mal. Noch eine Kinderzeichnung. Ein grausamer Mord, aber das Opfer versteckt etwas im Bettpfosten. Ja, das wissen wir ja jetzt. In welchen denn? Achso, da kann man reingucken. Ja, wieso hat er denn den Draht gerade nicht mitgenommen? Das sieht aus wie ein Schlüssel, aber er sitzt tief drin. Mit der Hand komme ich nicht ran. Damit? Nee, das werden wir jetzt auch. Okay, den müssen wir dann. Wir nehmen den Kleiderständer mit. Naja, ich guck sofort beim Wimmelbildspiel. Gut, was brauchen wir denn? Stethoskop. So, hier geht's nicht. Auch nicht mehr schneller, weil dieses hatte ich nicht. Ich bin beim letzten Part nämlich erst nach unten gegangen. Dies ist also wieder komplett blind erstmal. Und unten bin ich auch vor der Tür stehen geblieben. Die da noch ist. Gut, was brauchen wir jetzt? Eine grüne Flasche. Ein Messer, eine Perlenkette, die ist auch da. Filmspule, Klebeband, Briefmarke.
Filmspule sehe ich nie. Da ist ein. So. Zack. Nee, ich brauche mal wahrscheinlich. Da ist ein Insekt. Da ist noch eins. Da ist die Briefmarke. Da ist noch so ein Krabbelkäfer. Filmspule, Klebeband, Peak. Nee, die Tüte können wir nicht aufmachen. Da müssen wir noch Dartpfeile reinwerfen. Klebeband. Da ist noch ein Krabbeltier. Filmspule. Bin ich blind? Wahrscheinlich. Ja, was können wir hier mit dem machen, mit dem Totenkopf? Huch. Schädel mit Brille. Jetzt brauchen wir eine Brille. Yeah, schick! Die sieht gut aus. Filmspule? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie wirklich nicht. Messer. Ich sehe auch kein Messer und ich sehe die anderen Dartpfeile nicht. Messer. Scheibe mit Darts. Da ist noch einer. Reicht das? Nein, da fehlt noch einer. Ah, da ist noch einer. Jetzt. So. Filmspule und Messer. Filmspule und Messer. Filmspule. Messer? Filmspule. Da! Jawohl. Jetzt haben wir ein Stethoskop. Es regnet ganz schön. Ansonsten ist hier jetzt erstmal nur noch das. Aber da kommen wir nicht ran. Hier ist auch nichts drin. Okay. Dann gehen wir jetzt erst nach unten. Weil hier kommen wir auch nicht ran. Ah, ich glaube, wir können mit dem Ding die Scheibe nachher einschlagen. So, jetzt gehen wir nach unten. So, und hier habe ich beim letzten Mal den Part beendet. Und das werde ich auch jetzt tun. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns. Tschüss.